Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zurück zur Formel 1, heute mit dem großen Preis von Italien in F1 2018. Wir haben hoffentlich einen wunderschönen GP vor uns. Und topspeed-technisch sind wir nicht auf dem letzten Platz, immerhin mal das. Kann man mal machen. Jetzt mal wieder ein kleines Insekt in dem Fall jetzt, das sich hier anschleicht. Ja, und ich habe jetzt die Tage mal ein bisschen F1 23 präsentieren dürfen. Oh. Und ja, da komme ich vielleicht auch einen Ticken besser gerade noch klar als mit F1 2018, weil ich da noch voll drin bin. Ja, und muss tatsächlich sagen, jetzt darf ich ja drüber reden. Ich habe sehr viel Spaß. Ich habe sehr, sehr viel Spaß mit F1 2023 bis jetzt. F1 23. Also rein fahrerisch ist es auf jeden Fall ein deutlich, deutlich angenehmeres Spiel als F1 22 und 21. Und reicht diesbezüglich vielleicht sogar an die Spitze der Reihe. Es ist enorm cool und ja, da ist schon eine gewisse Vorfreude bei mir da, dass ich mir halt denke, ja, bald haben wir vielleicht mal einen Titel, der so ein bisschen alle Stärken vereint. Natürlich das Fahrerische, der Spaß, hoffentlich auch so ein bisschen die Online-Konnektivität. Wir sind nur 2 Zehntel hinter Alonso, ist auch ganz nett. Und was natürlich als Content-Creator auch ganz wichtig ist, ist, ja, dass auch ein gewisses Interesse von außen besteht, dass Leute diese Videos halt sehen wollen, weil, ja, das darf man nicht vergessen. Natürlich, man macht das ja auch so, dass es einem Spaß macht. Aber trotzdem möchte man ja irgendwie, dass das auch irgendwie gut ankommt, dass man am Ende auch, das ist kein Geheimnis, finanziell ein bisschen besser dasteht. So, 117 Punkte haben wir auf dem Konto. 21 bei Fernando Alonso. Und wir haben zuletzt einen 4., 6., 2. Platz geholt. Das ist schon mal ganz gut. Außer in Baku sind wir in jedem Rennen in den Punkten gewesen. Insgesamt 21 Rennen sind es, glaube ich, noch, oder? Also insgesamt, ja, 8 Rennen sind also noch über. Heißt, wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ach so, Thema Entwicklung. Wir sind knapp hinter Racing Point, haben da ein bisschen aufgeschlossen. Haben fast 1000 Ressourcenpunkte, damit geht noch ein bisschen was. Vieles wird aktuell noch entwickelt. Eine Sache ist leider nicht durchgekommen, nämlich beim Thema Aero. Motor Upgrade können wir ein bisschen was machen. Motorleistung ist bis Russland fertig. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht wieder so ja, Diskussionen führen müssen, warum man das Rennen dann zwingend fährt. Ich meine, es ist halt im Kalender drin. Und ansonsten äußere ich mich weiter mal nicht zu dem Thema. Außer, doch, ein Satz, komm. Am Anfang ist es halt dann immer so ein Ding, da wird ein Hype draus gemacht. Ist wie bei jedem Thema im Internet. Am Anfang gibt es immer einen Hype, wo Leute sagen, ja, da musst du dich jetzt definitiv dagegen aussprechen und aktiv möglichst viel dagegen sagen und alles doof finden und. Und ein paar Wochen später gefühlt, interessiert es dann gefühlt niemanden mehr. Das kann man jetzt so oder so sehen, ja, entweder kann man sagen, hey, der Aufschrei ist doch berechtigt, oder man kann sagen, dann soll es bitte aber auch nicht so schnell abklingen. Ich finde es halt kritisch, dass es diesen krassen Peak gibt und dass danach nichts mehr folgt, gefühlt. Lassen wir jetzt aber an der Stelle mal die Diskussion sein, weil das könnte man auch auf viele andere Themen machen. Irgendwelche Fäkalstürme oder so könnte man damit auch ansprechen. Das muss man nicht politisch behandeln, das Thema. Sondern es ist, wie gesagt, das ganze Internet so. Erst wird über etwas geredet und dann plötzlich interessiert es niemanden mehr. Diesmal nur in Bezug auf den Rennkalender. Deswegen gehe ich aber auch davon aus, dass eigentlich kaum Diskussionen da hoffentlich entstehen werden. Suchen wir halt den F1 2018 Rennkalender nicht aus. Sehr schön, wir sind vorbei an Ericsson. Pierre Gasly. Ah. Ja, P15. Gasly kann eventuell aber nochmal vorbeiziehen. Nö, kann er nicht.
Ah, mir fällt auf, dass die Bremse in F1-23 ein bisschen besser funktioniert. Das ist schon im Quali gerade so gewesen, dass ich auf der Bremse super viel Zeit verloren habe, weil ich ein bisschen zu weit rauskomme. Weil ich glaube, die Bremskraft ist in F1-23 noch ein bisschen stärker als hier. Ferrari bei ihrem Heim-Grand Prix führen gerade das Rennen an. Was natürlich sehr schön für Ferrari ist. Vor uns haben wir kein 3-Wide, auch wenn es kurz mal so aussah. Erst war Alonso neben Leclerc, dann war Leclerc neben Magnussen. Alonso wurde aus dieser Gleichung kurz mal eliminiert. Ja, und ganz vorne haben wir sogar P1 und P2 jetzt für Ferrari. Und Pierre Gasly hängt sich im Gegensatz zu den vier Autos dahinter an mich dran und kann sich mitziehen lassen. Wer sind da alles? Die beiden Williams, klar, gesetzt. Brandon Hartley und, ach, Alfa Romeo, das ist dann Marcus Ericsson. Der übrigens beim Indy 500 jetzt P2 geholt hat. Also starkes Ergebnis von ihm. Oh je. Wir haben uns da kurz berührt. Warum? Es ist halt so sad, wie der McLaren selbst mit vielen Aero-Upgrades, Motor-Upgrades, sorry, jetzt trotzdem auf der Geraden komplett unterlegen ist. Ich fahre 1-3 Flügel, by the way. Oh, Magnussen. Wieder mal mit seiner Masterclass. Mit der Mama. Magnussen Masterclass. Huch, die beiden Red Bull sind, glaube ich, auch hier mit dabei, oder? Meine jetzt zumindest Verstappen zu lesen, ja. Auf P11. Ricciardo ist da auch nicht weg. Nicht weit weg. Der ist voll im beiden Renault. Also wenn ich hier nicht Overtake mache, werde ich von Magnus ein bisschen eingeholt. Ist nicht cool. Alter, die beiden Red Bull nebeneinander, die beiden Renault nebeneinander und da waren auch kurz mal die beiden McLaren nebeneinander. Boah! Da ist ein Haas vorbei und der zieht gerade auch ein bisschen weg. Oh, Junge, Alter. Das möchte ich aber sehen, wie ist Magnus da nochmal reingeschossen gekommen am Ende. Really? Also,
Das letzte war halt straight einfach nur... Ich fahre ihm jetzt in die Kiste. Ohne erkennbares, ich muss jetzt gegenlenken. Schade, hier bin ich jetzt leider nicht so nah dran gewesen, nach der ersten Schikane, um da nochmal was zu machen. Alter, ich find's aber krass, wie viel die sich verbremsen. Das ist übelst cool. Abgesehen davon, dass Romain Grosjean uns gerade allen hier davon fährt. Und einer der Force India da vorne. Boah, Alter. Mit den Top-Teams mithält. Also ich muss wirklich sagen, man hat die Magnus-KI ganz gut getroffen. Alter. Also sowas verstehe ich halt bei der 2018er KI nicht. Warum die manchmal beim Exit auf die Bremse gehen. Das ist halt wirklich 0% Verständnis dafür. Alter Magnussen. Langsam verliere ich dir aber auch echt die Geduld, ne? Also, das ist, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen anstrengend gerade, dieses Rennen. Ja, Hülkenberg und Ocon ziehen jetzt auch weg. Halt nicht mal richtig die Strecke fahren. Du musst halt permanent drauf aufpassen, wo die vorherfahrenden Fahrzeuge ihre ganz irrationalen Brake-Check-Einlagen reinballern. So wie hier zum Beispiel. Ich gehe da jetzt aber auch, also ich lasse den jetzt nicht wieder vorbei. Vergiss es. So, ich ziehe jetzt hier durch. Dann bin ich dran an Leclerc, Hülkenberg und Sainz. Oh, ja, Alter. Ey, boah, Alter. Es sei denn, die fahren wir nochmal in die Kiste. Das ist Magnus der Einzige, der doch neben mir ist. Alter. Ey. Wie oft willst du mich noch von der Strecke fahren, Mann? Ich frage mich, ob mein Flügel nach all dem immer noch heile ist. Puh, Alter, ey. Also bis jetzt, wie gesagt, sehr anstrengendes Rennen. Ärgerlich, habe ich auf die Minimap geguckt, weil ich Leclerc darauf nicht gesehen habe. Fahr doch die Ideallinie. Boah, Bruder, ey. Ey, ich biete ihm nicht Angriffspakt an und schiebe ihn an und sage, hey, lass uns mal gemeinsam durch Bumpcraften weg
zurückziehen. Und was macht er? Er fährt Kampflinie. Das Doofe ist halt, die Punktepositionen sind alle weg. Und die Williams sind sogar mittlerweile dran. Mittlerweile sind sogar die Williams in dieser Gruppe, ey. Okay, da ist jemand an der Box. Also auf Mediums zu starten wäre hier Gold wert gewesen. Alter, what? Okay, ganz kurz, da will ich mal sehen, was ist da passiert. Ah, zieh spät rüber. Komm, Bump drafte mich. Ehrenmann, Diggi. Ich check's halt mittlerweile echt nicht, was hier gerade passiert. Warum sind hier alle so auf einem Haufen? Warum ist ein Williams vor einem Red Bull? Ich war die ganze Zeit schneller. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, die Pace passt nicht mehr so. Ehrlich gesagt, keine Ahnung warum. Vielleicht hat mein Frontspoiler was davon getragen, nachdem Magnus mich ungefähr 400 Mal gerammt hat. Hinter mir sieht man auch, wie viel Zeit man durch diese Zweikämpfe verliert. Verstappen hat da wahrscheinlich extrem viel gegen Stroll gefightet, gerade auch. Oh oh. Okay, wenn die jetzt an der Box sind, bleibe ich möglichst lang draußen. Windschatten kann ein Monster sehr hilfreich sein, aber ey, heute nicht. Sorry. Ich konnte erstmals die erste Kurve, glaube ich, normal fahren. Direkt 2 Zehntel rausgeholt. Vier Zehntel nach 2 Schikanen. Gut, Lesmos habe ich versiebt.
Er hat ein paar Probleme mit dem Auto. Habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen, leider. Hä, hey, warum fährt Raikön auf dem weißen Reifen weiter? Kann mir aber egal sein, solange er mich nicht mit Zeitverlust überholt. Ist alles gut. Wenn ich mich an Raikön dranhängen kann, er eine vernünftige Pace hat und ich ein bisschen von ihm profitiere, dann wäre das richtig geil. Dann wäre das big. Wenn ich vielleicht sogar ein bisschen Sprit sparen kann hinter ihm. ERS. Sprit auch, aber ERS vor allem. Guten Windschattenspender und ohne Zweikampf in der ersten Schikane kann man sogar 4/10 aus einer Schikane rausholen, aus einem Sektor. Jeff, nicht reden. Nein! Ich habe keinen. Ja, genau, in der Runde 13 gehe ich dann auch auf die härtere Mischung noch. Statt in Runde 11 auf die weichere zu gehen. Boah, ich habe 73% auf den Reifen. Okay, ich wäre eh keine weitere Runde hinter Raikönen geblieben. Schade, also. Ich wünschte, ich hätte 2-3 Flügel mitgenommen zumindest, weil dann hätte ich weniger Untersteuern gehabt. Hätte ich sogar vielleicht ein bisschen besser noch mit Raikön mithalten können. Perez hat auf jeden Fall jetzt den gelb markierten Reifen. Die Frage ist natürlich, ob er jetzt einen Stopp oder nur zwei Stopp hat. Ich glaube, der Force India war früher immer ein sehr reifenschonendes Fahrzeug. 2 Sekunden für einen Stopp, das ist nicht schlecht. Ricardo zieht vorbei. Sainz zieht vorbei, Gasly. Gasly wieder auf dem Roten, okay. Boah, Junge. Fernando Alonso hätte es nicht enger machen können. Nein, Magnussen wieder. Wie ist Leclerc hier zurückgefallen? Leclerc war auch in derselben Gruppe wie die da vorne. Ocon und Sainz zumindest. Und Hülkenberg war eigentlich bei Grosjean eher angesiedelt. Das war schlecht. Das war ultra schlecht. Das ist, glaube ich, der Bereich, wo er von 23 viel mehr Grip hat. Vielleicht war ich auch allgemein einfach viel zu schnell. Tja, wo kommt Verstappen auf einmal her? Ey, wie Magnussen plötzlich da rausgezogen ist, ne?
Boah, warum hat Alonso so einen viel höheren Topspeed als ich? Ich verstehe das nicht. Oder warum beschleunigt er so viel besser als ich? Hat er wirklich 1-1 Flügel? Soll ich das wirklich glauben, dass er das hat? Das kann doch nicht sein. Also das Problem ist, in diesen ganzen Fights kann ich auch keine RS sparen. Also es macht irgendwo Spaß, auch hier die ganze Zeit inmitten von Kämpfen zu sein. Andererseits hätte ich gern schon einen Punkt zumindest. Und in dieser ganzen Situation gibt es hier nicht den Hauch einer Chance, irgendwie zu punkten. Ich spare einfach mal weiter ERS und ein bisschen Benzin noch. Die geben sich jetzt eh wieder Saures. Probier's auf Startziel nochmal. Ich beneide gerade aber so ein bisschen die Top 4 um ihr Rennen. Top 5. Oder ist nochmal jemand rein? Pierre Gasly. Aber was jetzt, Kevin? Schöne Runde. Bisschen mehr Power genutzt. Ist jetzt zu spät auf der Bremse für die zweite Schikane zwar, aber ansonsten echt ganz gut unterwegs bislang. Ey. Boah, halt auch nicht so halbherzig die Nase rein, Kevin Magnussen, ey. Das ist langsam halt wirklich anstrengend, hier die ganze Zeit so zu fighten gegen die, ne? Wie, ich hab kein DRS. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich beim Messpunkt noch hinter ihm war, aber okay. Ich durfte finally Ascari mal vernünftig fahren. Direkt ein paar Zehntel noch extra rausgeholt, krass. Was so alles bei rumkommt, wenn man mal nicht permanent Kampflinie fahren muss. Oder die ganze Zeit jemanden hat, der einen in reinsticht. 1,2 Sekunden, huch.
Alter. Oh Gott, finally mal von Magnussen weggekämpft, so. Charles, fahr bitte langsamer als ich, aber schneller als Magnussen. Das wäre so cool. Ja, da vorne wird auf jeden Fall auch noch gefightet. Ocon, die beiden Renault und Daniel Ricciardo ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Vier Zehntel bis hierhin. Das ist so krass einfach. Okay, da vorne wird gekämpft. Ricciardo hat ein bisschen den Anschluss verloren und einer der Renault zieht weg, während Ocon mit einem anderen Renault side by side in die letzte Kurve fährt. Komm schon, der ist sehr schön. Oh Gott sei Dank, Alter. So, 2,8 Sekunden zwischen Leclerc und Magnussen. Das heißt, Leclerc definitiv schneller als Magnussen. Das ist cool. Heißt, ich kann hier wirklich auch erstmal ein oder zwei Runden die Pace von Leclerc gehen und wirklich versuchen, ein bisschen meine Ressourcen zu regenerieren. Das ist halt sehr cool, weil mir das halt im späteren Rennverlauf nochmal ordentlich helfen könnte. Ist trotzdem ein bisschen was nutzen, um hier dran zu bleiben, aber wir können definitiv was ansparen. Oh, da vorne wird auch noch mächtig gefightet. Also einer der Renault ist über allen Berge, alle Berge. Ein Renault, einen Force India und einen Red Bull könnten wir allerdings noch bekommen. Richtig, Konjunktiv 2. Ist doch Konjunktiv 2, oder? Konjunktiv 1 ist er, glaube ich. Dave glaubt, er könne ihn besiegen. Keine Ahnung. Zu intensiv das Rennen, als dass man sich darüber jetzt wirklich ernsthaft Gedanken machen sollte. Wundere mich ein bisschen, dass ich es wirklich tue. So, 50% ERS haben wir gleich. 60 sogar fast. Let's go. Oh, der andere Renault zieht weg. Nicht gut. Oh. Auch hier wieder. Ich habe kurz drüber nachgedacht zu pushen, aber bleib einfach nur dahinter. Bringt nichts. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich mich so oft warum ich mir so oft an die Augen fasse, aktuell kickt meine Allergie ganz gut rein. Ich muss aber gerade überrascht feststellen, dass obwohl meine Augen ein bisschen noch hier und da tränen, meine Nase sehr, sehr frei ist tatsächlich gerade. Das gefällt mir gut. Finde ich sehr angenehm. Bisschen Sauerstoff braucht man für dieses Rennen auch, glaube ich. So doof das auch klingt, aber ich glaube, ist jetzt kein Allheilmittel oder so, keine Sorge. Also ist jetzt nicht so, als ob ich sagen würde, hey, das heilt dich von Allergien, um Himmels Willen nicht. Aber ich glaube, was auf jeden Fall ganz gut hilft gegen Allergien ist Ablenkung. Weil ich glaube, so ein bisschen ist es auch Self-Fulfilling Prophecy, wenn du da sitzt und dir denkst, boah Mann,
jetzt kratzt meine Nase wahrscheinlich wieder. Oder jetzt juckt meine Nase wieder. Also dann kratzt du dich ein bisschen auch kurz an der Nase. Oh mein Gott, wie schnell bin ich hier weggekommen? What? Krass. Alter. Ey, there you go. Wir haben eigentlich krasse Pace. Ist halt einfach nur unlucky gewesen bis jetzt das Rennen. Dann kratzt du dich an der Nase und dann kratzt du dich wieder, dann kratzt du dich wieder. Irgendwie kommt der Reiz dann halt immer wieder auf. Und ja, letztendlich glaube ich, ist dieses Rennen auch gerade ganz gut als Ablenkung geeignet, damit man halt nicht die ganze Zeit daran denkt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so, als ob die Allergie einfach weggeht durch Ablenkung. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass Ablenkung einem zumindest helfen kann, dass man die Symptome der Allergie teilweise nicht so stark verspürt und sich zumindest nicht darauf einstellt. Oh Mann, jetzt habe ich die ganze... Und also quasi nicht die ganze Zeit darauf einstellt, Mann, jetzt habe ich eine Allergie, wie doof alles doch ist jetzt so. Ich glaube, das hilft durchaus. Ricardo ist, by the way, dran. Was auch hilft, ist Sprit sparen und ERS sparen für einen Showdown in den letzten 3-4 Runden. Ist auch gut, dass Ricardo erstmal nicht direkt dran ist, weil das würde sonst, glaube ich, extrem wehtun. Weil dann könnte ich nicht einfach so ein bisschen was saven. Haben wir ja vorhin gesehen, als Magnussen auch immer wieder hinter mir war. Etwas sparen, während jemand 2/10, 3/10 hinter dir ist, no chance. Wobei 4/5 reichen ja anscheinend schon, das ist ganz gut. Zumindest wenn es ein Red Bull ist, weil die haben auch nicht viel Top Speed, genauso wie McLaren. Habe ich jetzt sehr komisch gesagt, ich weiß. Ich hatte heute auch mal kurz Augentropfen, die auch so ein bisschen gegen bei allergischen Reaktionen dann helfen sollen. Ich habe eh etwas sensible Augen. Für den Sommer ist es immer wieder dann schwierig. In der Vergangenheit ist es sehr oft passiert, dass meine Augen, egal ob ich jetzt viel gezockt habe oder nicht, im Sommer ziemlich rot wurden und gereizt waren. Und ja, da habe ich immer wieder auch Augentropfen verschrieben bekommen. Und tatsächlich haben diese Augentropfen, die auch dann ja gegen Allergien helfen, auch sonst das Ganze ein bisschen beruhigt. Allergien sind halt eh sowas super useless mäßiges. Also es ist wirklich, ey, keine Ahnung, das ist als ob irgendwie, wenn ich stelle mir das immer so vor, so, oh mein Gott. Weißt du, so irgendein Gott, der dann irgendwie im Charakter-Creator-Mode ist. Und dann stehst du so als, alter, Spieler drin. Und dann so, Alter. Da bist du da plötzlich drin und der so... Nö, der Character-Build ist mir ein bisschen zu stark, den müssen wir ein bisschen nerven. Komm, hau da mal ein bisschen Gräser- und Roggenallergie rein. Naja. Nee, der kann ruhig Roggenbrot essen, aber der soll gegen die Pollen allergisch sein. Und dann noch so gegen etwas, was du nicht mal siehst, was du nicht vermeiden kannst, ja. Haselnussallergie, gut, gibt's auch teilweise in Gerichten, so dass du es kaum erkennst, ja. Aber trotzdem... Du siehst, wenn irgendwo Erdnüsse, Haselnüsse oder so drin sind. Aber du kannst dich nicht vor Pollen verteidigen. Sei denn, du reist irgendwo hin, wo es keine gibt. Viel Spaß. Ja, am Anfang des nächsten Jahres, oder ich weiß nicht, wann man das genau macht, aber vor der nächsten Pollensaison werde ich definitiv mal so eine Hyposensibilisierung anstreben.
Von mir aus auch auf eigene Kosten. Ich weiß es nicht, ob es von der Krankenkasse übernommen wird oder nicht. Hoffentlich schon, aber ich merke das auch bei mir selbst so teilweise. Ist ein Tag einfach komplett unnütz, weil du da sitzt und die ganze Zeit irgendwie husten musst, schnupfen musst und sonst was. Schniefen musst und sonst was. So. Ist super unangenehm. So, Ocon hat jetzt natürlich auch Medium-Reifen, was ihm natürlich ein bisschen das Leben erleichtert. Wir können jetzt aber nochmal hier angreifen. Oh, Sainz greift nochmal an, wir geben Ocon Windschatten, hilft nicht. Ich kämpfe in der letzten Runde aber ehrlich gesagt lieber gegen Sainz als gegen Ocon. Wie gesagt, Thema Reifen allein schon. Oh. Sainz beim Exit nicht so schnell. Alter, Sebastian Vettel hat es jetzt schon gewonnen. Krass. Vor heimischem Publikum hat er aber nie gewonnen, oder? Also vor heimischem Publikum für Ferrari, meine ich. Nice one. Wir sind weit genug weg. Ocon hat sich gegen Sainz durchgesetzt. Oh. Oh, oh. Da wollte ich gerade auf die Minimap gucken und schauen, ob Hülkenberg irgendwie eine Position getauscht hat oder ob es wieder hinter mir war, aber anscheinend hat Ocon wieder Sainz überholt, nachdem er ihn wieder überholt hatte. 4 Punkte! Mehr als ich erwartet hätte nach diesem Rennverlauf. Das war ein ganz, ganz wildes Rennen, das war wirklich crazy. Da war wirklich eine Menge los, so. Und ich hüpf gleich unter die Dusche. Einerseits kann man das, glaube ich, nach einem kurzen Fahrradtrip, nach 1, 2, 3 Videos, insbesondere wenn man F1 die ganze Zeit gezockt hat, gut gebrauchen. Aber ich denke, auch so ist das gerade allein schon aus Allergic-Gründen ganz gut. Ja, Alonso war relativ nah dran, leider nicht in die Punkte gefahren. Unsere Ergebnisse waren heute ziemlich 0815. Am Ende sind wir auf P4 in der Gesamtwertung, 4 Punkte vor Valtteri Bottas aktuell noch. 98 Punkte haben beide Red Bull. Wir kommen wieder ein bisschen näher, ne? 64 Punkte der Abstand. Ne, 54 Punkte der Abstand. Heavy, heavy, heavy. Ja, und Red Bull hat heute gar nicht gepunktet. Im Prinzip Red 0. Die rote 0. Werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Episode mit F1 2018. Wenn dem so ist, lasst gerne noch rum, ne? Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis demnächst. Tschüss, tschüss.